Begins Telefonat machte den Weg frei zu einem feierlichen Staatsakt im Weißen Haus. Die Knesset stimmte für die Räumung der Siedlungen auf dem Sinai. Ägypten war der erste arabische Staat, der Israels Existenzberechtigung anerkannte. Israel gab den Sinai zurück. Sadat und Begin erhielten den Friedensnobelpreis. Während wir den Staatsakt begingen, während der Reden und der Unterzeichnung, hörten wir draußen die Palästinenser schreien. Sie erinnerten uns daran, dass das palästinensische Problem nicht gelöst war. Der Friede, den Sadat mit Israel schloss, dauert bis heute an. Aber die arabischen Völker und ihre Führer verziehen el-Sadat nicht. 2 Jahre später, bei einer Militärparade in Kairo, wurde Anwar el-Sadat von islamistischen Extremisten ermordet.